Hallo liebe Handfreunde, wir, Georg und ich, stehen heute hier vom Bundeskanzleramt und wollen nochmal aufmerksam machen auf unseren Vorschlag beim Zukunftsdialog von Frau Merkel. Wir haben dort vorgeschlagen, Cannabis legalisieren, den Markt für Erwachsene regulieren. Wir möchten, dass erwachsene Leute sich Cannabis einfach legal kaufen können, dass sie nicht mehr auf den Schwarzmarkt gehen müssen, dass sie den Schwarzmarkt damit nicht mehr unterstützen und dass einfach die Strafverfolgung aufhört, denn die Strafverfolgung ist und bleibt das größte Risiko für erwachsene Cannabiskonsumenten und auch das darf nicht weiter verharmlost werden. Klickt rein, klickt auf unseren Vorschlag, damit wir möglichst viele Stimmen bekommen. Derzeit sind wir nur noch auf Platz 3, aber auch das mit weitem Abstand von dem vierten Platz. Die 10 ersten Plätze werden hier eingeladen ins Bundeskanzleramt. Und da hoffen wir doch, dass wir Frau Merkel unsere Vorschläge dann persönlich unterbreiten können und dass sie dieses Mal im Vergleich zu letztem Jahr bei ihrer Antwort auf der YouTube-Aktion sich ernsthaft mit dem Thema auseinandersetzt und uns auch ernsthafte Antworten und Stellungnahmen auf unseren Vorschlag gibt. Also auch wenn ihr uns jetzt noch auf Platz 1 bringt, werden wir damit natürlich nicht sofort die Legalisierung erreichen. Aber es geht uns darum, die Diskussion anzufachen, endlich ernsthaft politisch zu diskutieren über dieses Thema und den Politikern klarzumachen, dass es keine Randgruppenerscheinung ist, kein Thema für irgendwelche verrückten Freaks, sondern überall wird Cannabis konsumiert in der Gesellschaft, in jeder gesellschaftlichen Position. Es sind Steuerzahler und Wähler, wie alle anderen auch, die sich für dieses Thema interessieren und darum geht's. Die Kanzlerin hat das noch nicht so ganz begriffen. Sie denkt immer noch, der Erfolg unserer Abstimmung wäre nur deswegen, weil wir im Internet gut vernetzt sind. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir tatsächlich eine große gesellschaftliche Mehrheit hinter uns haben für eine Reform der Cannabis-Gesetze. Und deswegen bringt uns hier rein ins Kanzleramt, damit wir mal persönlich mit Frau Merkel über diese Geschichte sprechen können. Schluss mit Krimi.